Guten Tag. Gesang platzieren. Ich habe tatsächlich über Facebook eine Frage bekommen und habe sie mir notiert, wie alle Fragen von euch. Und zwar, ich lese das hier ab vom Bildschirm. Gesang platzieren im Raum, Hall-Delay, wie auch immer, Pre-Delay. Wie geht man im Gegensatz zum Liedgesang mit Backing-Vocals oder gar kompletten Satzgesängen am besten um? Das kann ich gerade wunderbar beantworten, weil, wie ihr wisst, bin ich ja an der Raretones-Produktion gerade dran und da sind wunderbare Satzgesänge und deswegen spiele ich euch erstmal ein Stückchen vor. Der Titel heißt Coastline und ja, hören wir mal rein. Let's ride along the coastline, the sun shines down. Okay, alles klar. Ihr seht, wir haben eine Lead-Vocals-Stimme und wir haben zwei Chöre. Das heißt, in diesem Fall besteht das Ding tatsächlich aus nur drei Spuren. Da ist nichts groß gedoppelt oder ähnliches. Dann geht es ein Stückchen weiter im Refrain. Ich stückel das, um nicht wieder von TikTok sanktioniert zu werden. Jetzt geht es die nächste Stelle. Auch Lead-Vocals. Eine Spur leicht links und eine Spur leicht rechts, die Backing-Vocals und dann kommen noch zwei Spuren mit so Overlay-As drüber, so Pad-artig. Also Achtung. Okay, ich habe den Screen-Recorder jetzt nicht angemacht, ich kann es euch tatsächlich akustisch vorspielen. Also, die Lead-Vocals klingen folgendermaßen. Coastline, the sun shines down. Forget about the worries and minds around. Ich habe hier zwei Hallgeräte, zweimal den Lexikon 480, einmal mit einem kurzen, einmal mit einem langen Hall. Der kurze Hall ist nur in den Strophen. We set up the camp with fire and blankets. My mind is gonna be starbuck like. Und wenn es dann in den Refrain geht, geht der große Hall eben auf, der ist vorher ausgeschaltet. Und alle Vocals gehen übrigens in die gleichen Vocal-Reverb-Ketten. Die Lead-Vocals habe ich natürlich massiv bearbeitet mit EQ und Kompressoren und frequenzabhängigen Dingen und so weiter, was man halt eben auch so macht. Bei den Backing-Vocals verhält sich das anders. Die habe ich tatsächlich, was den Höhenanteil angeht, entschlackt. Wir hören mal rein. Coastline, the sun shines down. Worries and the minds around. Okay, warum habe ich das gemacht? Damit mir die S und T nicht komplett um die Ohren fliegen, wenn sie nicht synchron sind, was in dem Fall nicht wirklich nötig ist. Aber ich will den Hauptglanz von einer Lead-Vocal-Stimme haben und den Rest als Fülle im Grunde genommen nur von den Chören. Wir hören uns die Stelle mal an, wo die Backing-Vocals halt eben die Backing-Vocals machen und die beiden A-Spuren dazukommen. Let's ride along the coastline. Forget about the rainy time. And there is only you and me. Also die beiden Backing-Vocal-Spuren sind ungefähr 25-25. Wenn die As kommen, die sind komplett links-rechts. Und diese zweite Stimme, die von Basti gesungen wird mit dem Lead-Vocal-Sänger Laurin zusammen, die habe ich dann wieder in die Mitte gepackt. Ist auf der gleichen Spur, nur wird halt dann automatisiert, geht halt in die Mitte und dann halt wieder zurück. Und wenn sie in der Mitte ist, auch ein Ticken lauter, sodass das mehr korrespondiert mit der Lead-Vocal-Stelle. Wir hören uns das Ganze nochmal im Kontext an. Und so weiter. Ich spule mal vor, wo die A's kommen. Okay, also für euch zum Merken. Ich mache es so, das ist auch nicht das Maß der Dinge. Ihr könnt das probieren, ob das anders auch funktioniert, dass tatsächlich der Hauptimpact
der Lead Vocals kommt und die Backing Vocals, wenn sie halt eben auch klein an der Zahl sind, eher etwas zurücknehmen vom Höhenanteil. Und das es verhält sich umgekehrt bei dicken Chören à la Def Leppard im Rockbereich. Und wenn das wirklich jetzt 30, 40, 50, 100 oder gar mehr Spuren sind, die übereinander gelegt werden. Das mache ich aber tatsächlich nochmal in einem anderen Videobeitrag, weil das etwas ausführlicher noch ist. Und da gibt es ja nochmal so ein paar Tricks, weil viele Leute haben nämlich das Problem, wenn sie selber Chöre machen und nehmen 30 Spuren auf, dann wird das einfach nicht fetter und dichter. Das liegt aber an ganz anderen Sachen. Das liegt nämlich, dass man immer den gleichen Formanten benutzt. Also wenn du quasi immer A und dann nochmal A, nochmal A, nochmal A, dann hast du im Grunde genommen phasenmäßig immer das gleiche übereinander. Das wird nicht mehr, sondern eher weniger. Wenn du aber A, oh, yeah, machst, dann klingt das halt eben so, es war jetzt ein bisschen übertrieben, dann klingt das aber so, als wenn das andere Menschen mit anderen Formanten, mit anderen Kehlköpfen sind. Aber das machen wir tatsächlich nochmal in einem gesonderten Thema. Okay, das war jetzt ein kurzes Intermezzo mit Gesang platzieren. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht und dieser Tipp war für euch hilfreich. Noch was zur eigenen Sache. Ich habe sehr schöne Haare heute, weil mir Anka nämlich so ein geiles Sprayzeug gekauft hat. Kerastase heißt das. Also für euch Langhaarige, hier zieht euch das mal rein. Also ich finde die heute besonders schön. Und zu guter Letzt liebe ich euch alle, wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen. Tschüss.